willkommen zurück zu einer neuen Folge von der XXL Farm im Landwirtschaftssimulator 19. Heute steht wieder eine ganze Menge Programm auf dem Plan, denn ihr hattet eine ziemlich gute Idee, die ich heute einfach mal umsetzen wollte. Und das hat ein bisschen was mit der Gülle zu tun, aber ich würde sagen, das erkläre ich euch später noch. Ich habe mir aber natürlich auch eure Kommentare durchgelesen und war überrascht. In vielerlei Hinsicht. Ihr habt gute Tipps gegeben, einige Vorschläge und ihr habt mir auch gesagt, worauf ich achten muss. Ein großes Thema hier auf dem Hof ist, dass fast alle Geräte fast kaputt sind. Wir müssen die unbedingt reparieren, deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt direkt mal hier mit dem Fendt und werden den zur Reparatur hier vorne fahren. Und ihr habt auch immer wieder in den Kommentaren angemerkt, dass mein Fahrstil grauenhaft ist. Ich werde mir Mühe geben, jetzt mal ein bisschen vernünftiger zu fahren. stets bemüht. So, gut. Würde ich sagen, einmal Motor aus und dann mal schnell schrauben lassen, dass wir auch den TÜV wiederbekommen hier. Reparieren, genau, für 1700. Ah, haben wir wieder einen Schnapper gemacht hier. So, und wo wir gerade dabei sind, ihr habt mir auch geschrieben, Ansgar, du kannst den Case IH, den du da auf dem Hof hast, noch aufrüsten, und zwar auf 620 PS. Und da dachte ich mir, ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, aber ich glaube, das Geld, was wir dafür ausgeben würden, das investieren wir erstmal in andere Dinge, denn im Moment brauchen wir es, glaube ich, gar nicht. Im Moment, der hat genug Power im Moment für den Hof, deswegen denke ich, reicht das schon. So, dann gehen wir einmal kurz einkaufen und das können wir da vorne machen. Das sieht aus hier, also ich muss hier auch mal aufräumen, das mache ich mal offscreen. Das wären alles so Arbeiten für einen Stream, glaube ich. Vielleicht gibt es ja mal wieder einen Stream bald. So. Wo haben wir es? Hier sind die Güllefässer und da werden wir uns ein ziemlich teures Fass kaufen, denn ich habe mir so ein bisschen das durchgeguckt vor der Folge und habe gesehen, ja, also der hat hier zum Beispiel 30.000 Liter. Denkt man ja erstmal, oh, ist eine ganze Menge, was da reinpasst. Das hier hat schon ein bisschen mehr, aber damit können wir, glaube ich, nicht direkt das aufs Feld ausbringen. Das wäre also nicht so sinnvoll, hiermit auch nicht. Das heißt, am sinnvollsten wäre es eigentlich direkt eine Spritze zu kaufen und das hat hier 25.000 Liter, dieses Fass, hier 34.000 Liter. Das hat wieder nur 30.000 Liter, das sogar nur 15.000 Liter. Also ich dachte mir, wenn wir das machen, wenn wir hier Gülle ausbringen, dann nehmen wir am besten ein Fass, was relativ viel Volumen hat. Und das ist jetzt eben dieses Samson PG235. Und deswegen würde ich sagen, wird das direkt mal gekauft. Und was können wir dafür? Nee, das ist Quatsch. Wir machen das so. Kaufen. Jo. Und damit wir das auch richtig nutzen können, müssen wir nicht die Konsole öffnen, sondern wir müssen hier diese Vorrichtung hier noch installieren, beziehungsweise kaufen, für weitere 53.000. Jetzt werden viele von euch sagen, Ansgar, heute hast du mal wieder ordentlich Geld ausgegeben. Ob du das jemals wieder reinholen wirst, ich bezweifle's. Ist natürlich richtig, ist eine ganze Menge Geld, aber wir werden auch eine ganze Menge Geld verdienen und wir werden vor allen Dingen sehr, sehr viel Geld sparen, denn wir tragen jetzt Gülle aus, die wir selbst produzieren und es gibt einen besonderen Kniff und den möchte ich euch jetzt gleich zeigen. Und da werdet ihr vermutlich dann sagen, okay, dann ist okay. Dann kann man das so machen. Das habt ihr mir nämlich in die Kommentare geschrieben. Ich habe das vor der Folge kurz ausprobiert und das funktioniert hier auch alles gut auf der Map. Deswegen machen wir das so. So, jetzt muss ich aber erstmal hier meine nicht vorhandenen Fahrskills unter Beweis stellen. Indem ich nicht hier in den Graben fahre, sondern einmal hier den Lenkrad-Simulator spiele und legen wir es wohl hin. Na, kritisch. So, so wird was draus. So, exakt. So machen wir das. So, und jetzt haben wir tatsächlich dieses schicke Samson-Fass, was wirklich unglaublich groß ist. Also, man unterschätzt das, aber ich habe sowas mal in der Realität gesehen. Diese Reifen sind riesig. Ja, wirklich der Hammer. Aber das soll uns gar nicht weiter beschäftigen. Mit diesem riesigen Fass fahren wir jetzt erstmal zum Hof und zwar zu den Kühen und laden ein bisschen Gülle auf. Wir müssen später natürlich auch mal Mist ausbringen, aber ich hatte jetzt so ein bisschen die Wahl, nehme ich jetzt erst Mist, nehme ich erst Gülle und ich habe mich halt jetzt für Gülle entschieden. Warum, das werde ich euch dann später noch zeigen. So, gut. Hat aber ein bisschen was damit zu tun, dass man damit erstmal mehr Geld verdienen kann tatsächlich. Und jetzt werdet ihr euch fragen, Geld verdienen? Gut, viele von euch werden es wissen, wie das funktioniert, aber wir schauen uns das gleich mal genauer an.
So, vorher muss ich noch ein anderes Thema anreißen. Ich habe euch in der vorletzten Folge gefragt, Leute, wie sieht's aus? Wie machen wir das mit dem neuen Trecker? Wir werden uns einen neuen Trecker kaufen und bei dem Kontostand, das ist jetzt nicht so wichtig, wir werden wieder gut was auf dem Konto haben nach diesem Tag, denn wir werden ordentlich Silage verkaufen. Das wird wirklich massig Geld bringen und dann mit dem Milchverkauf und so, das wird schon alles ganz gut. Also wir können uns da sicherlich bald einen Trecker kaufen. So, ich setze mich mal hier hin. Da muss ich, glaube ich, R drücken und dann einmal Gülle laden. Wir haben 124.000 Liter. Das heißt, wir können locker so, ja, viermal fahren mit diesem Fass. Das heißt, ja, ist eine ganze Menge. Vielleicht sollte ich auch... Ich glaube, bei der nächsten Fuhre werde ich mal einen Kurs einfahren. Das habe ich jetzt hier so ein bisschen verpennt, aber das mache ich mal. Naja, wie auch immer, ich habe euch in der vorletzten Folge gefragt, Leute, wie sieht's aus? Was sollen wir für einen neuen Trecker kaufen? Und ich hätte es wissen müssen. Ich hätte es wissen müssen. Es waren über 600 Kommentare. Und das war natürlich ein bisschen schwierig. Ein paar Dinge muss ich schon mal sagen. Ich weiß nicht, ob ich das damals auch schon gesagt habe. Mittlerweile ist mir das eigentlich relativ klar. Viele von euch haben sich so Fahrzeuge mit Bandlaufwerken oder mit Ketten oder sowas gewünscht. Ne? Viele haben sich zum Beispiel den Fendt MT 1000 gewünscht. Den gibt es ja dann auch in unterschiedlichen Ausführungen, aber das Besondere daran ist ja, dass das sozusagen so ein Raupenfahrzeug ist, glaube ich, ne? Damit kann man super auf dem Feld fahren, das macht auch richtig Spaß, nur auf der Straße ist das ein bisschen schwierig. Also, da sind die meines Erachtens nicht so flott und ich finde, das sieht auch ein bisschen komisch aus. So, ich brauche aber unbedingt einen Trecker, den man gut auf der Straße nutzen kann und gut... So, ja, genau. Machen wir es mal so, ich fahre mal ein bisschen weiter rechts, gut auf dem Feld nutzen kann. Und ich würde sagen, dann nehmen wir erstmal Trecker mit normalen Reifen. Und ich werde euch jetzt oben eine Umfrage einblenden. Da müsst ihr mal auf dieses i klicken und dann könnt ihr da abstimmen. Da habe ich dann einfach die 5 meistgewünschten Trecker mit normalen Reifen reingestellt. Und da könnt ihr euren Favoriten auswählen. Und der Favorit von euch, der wird dann tatsächlich auch später gekauft. Ich glaube, mehr Zuschauerinteraktion geht nicht bei so einem Projekt. Also, dann habt ihr wirklich alles bestimmen können. Ich habe dann so die Top-Trecker von euch reingenommen. Also, ihr habt euch zum Beispiel Valtra gewünscht. Da waren aber viele auch der Meinung, das sei nicht so gut. Dann haben sich andere New Holland T9 gewünscht. Wieder anderen Big Butt. Big Butt, finde ich, passt auch nicht so gut. Beim John Deere 9RX ist halt auch so ein bisschen das Problem. Das ist im Prinzip... Sowas haben wir schon mit dem Case. Das können wir später mal kaufen. Wir müssen uns auch noch ein paar Dinger aufbewahren für später. Aber jetzt würde ich sagen, konzentrieren wir uns erstmal auf den auf normale Fahrzeuge. Und da, also mit den Reifen. Und da passt der 9RX dann vermutlich nicht so gut rein. Ich muss mal kurz den Motor starten und das ein bisschen zur Seite fahren. Und jetzt werden wir nämlich Folgendes machen. Wir werden unsere Gülle hier abladen. So, Trick 17 heute. Wir werden unsere Gülle hier abladen und dann werden wir damit Geld verdienen und dann fahren wir mal kurz zurück. Und dann werden wir Gärreste laden. Also, Moment, ich denke, ja, wo kann ich es verkaufen? Muss noch ein bisschen näher dran fahren, glaube ich. Düpp, düpp, düpp. Überladen starten, da war es doch gerade. So, genau. Jetzt wird das alles übergeladen. Ich denke mal, also wir kriegen das jetzt hier gerade auch nicht angezeigt. Ich hoffe, dass das dann zu Mitternacht kommt. Wenn nicht, wäre es sehr schlecht. Dann müsste ich mir mal überlegen, wie ich das mache. Aber das wird schon irgendwie klappen. Die Silage, die wir hier reinwerfen, wird ja auch immer zu Mitternacht abgerechnet. Und das soll laut euch auch gar nicht so unlukrativ sein, also soll ordentlich Cash geben. Und ich denke, relativ flott werden wir dann auch dieses Güllefass ja sozusagen refinanziert haben. Ist auf jeden Fall eine ganz nette Einnahmequelle. Und wenn wir das alles übergeladen haben, dann fahren wir einmal kurz zurück. Dreh mal hier vorne. Ah, ich kann auch hier. Fahre ich einmal hier rum. So. Genau. Und dann fahre ich nochmal unter den Schlauch und dann werden wir nämlich Gärreste laden und die werden wir dann auch auf dem Feld ausbringen. Und davon haben wir wirklich mehr als genug. Also da sind wir so ewig mit beschäftigt, das abzutanken mit diesem Volumen hier.
Und ich habe jetzt wirklich das Größte genommen, was ich kriegen konnte. An Fässern hier. Aber das scheint immer noch nicht zu reichen. So, da muss man natürlich hier... So. Ja. Befüllung starten, Gärreste. Wir haben 270.000 Liter. Ja. Haben wir noch was anderes? Nee, wir können nur Gärreste laden. Okay, dann laden wir es einmal auf und dann fahren wir zurück zum Feld 2 und werden das alles dann entsprechend starten. Und dann müssen wir auch schon mit dem Ansäen beginnen. Und während ich hier so lustig erzähle, ist auf dem Feld 16 immer noch der Helfer unterwegs. Und ihr seht, ja, der ist halt auch echt lang beschäftigt, ne? Warum er gerade nicht fährt, weiß ich nicht. Müsste ich gleich mal, kann ich ja mal kurz checken. Wo ist er? Ah, der, okay. Muss ich mal einmal kurz ein bisschen weiterfahren lassen. Wieso er das nicht gemacht hat, keine Ahnung. Aber er wird sich schon noch er wird das schon noch hinbekommen. Und wir nutzen jetzt unsere Zeit und fahren damit jetzt zurück zum Feld. Und werden das alles ausbringen. Und ich denke, das ist wieder mal XXL. Und das Einzige, was uns hier halt auf der XXL-Farm immer wieder Probleme bereitet, ist der Kontostand. Ihr merkt es auch gerade wieder. Aber ich bin mir sicher, auch dieses Problem werden wir in Zukunft noch in den Griff bekommen. Wieso möchte ich für den Trecker eigentlich kein Raupenfahrzeug, werdet ihr euch fragen. Der Grund ist ganz einfach, ich möchte das auch als Abfahrer nutzen. Gerade wenn wir so ein Maisprojekt machen oder so, brauchen wir einfach sehr, sehr viele Abfahrer, damit das in einigermaßen humaner Zeit vonstatten geht. Und ich glaube, da ist so ein Fendt-MT einfach nicht das Richtige. Ja? Und den Case können wir eigentlich auch nicht so richtig dafür nutzen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut. Viele von euch haben sich auch den John Deere zurückgewünscht. Könnte man natürlich machen. Andere haben wiederum geschrieben, alles. Alles, Ansgar, nur kein John Deere. da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Ich werde euch das alles oben reinsetzen und dann können wir das selbst abstimmen und dann nehmen wir einfach den Sieger. So. Okay, ich glaube, ich verschenke jetzt hier ein bisschen Platz. Ich fahre hier nochmal ein bisschen anders hin. Sonst geht das alles hier in diese Wassergräben hier, rechts und links. Aber wir wollen ja das Feld spritzen, nicht das Wasser. So, ich glaube, das wird auch ziemlich schnell dann leer gehen. Okay, dann machen wir das alles nach unten. Und dann, ich muss das jetzt mal ein bisschen näher ran. So, jetzt gerade, jetzt habe ich es angeschaltet. Und jetzt, wenn ich losfahre... Ja, ich glaube, warte mal, ich mache es mal hoch. Dann sieht man es, glaube ich, ein bisschen besser. Ah, gerade hat man es ein bisschen gesehen. Das ist jetzt, das geht natürlich ins Feld rein. Und deswegen sieht man es jetzt nicht so gut. Aber die Textur ändert sich. Oh, das sieht ja ganz hervorragend aus. Oh, jetzt fahre ich aber schief. Vor lauter Freude. So, ich habe jetzt kein GPS installiert. Vielleicht hätte ich das machen sollen. Aber wir sehen ganz gut, wo wir schon waren. Und das ist hier so eine richtig schleimige Textur. Ich habe mal gehört, Gärreste sollen nicht mehr so stinken. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Aber, habe ich mal gehört. Bei Gülle soll das ja, sieht das ja anders aus. Wobei, am meisten stinken sollen wohl, wo wir schon mal beim Thema sind, am meisten stinken sollen wohl Geflügelfarmen. Also das ist wohl jenseits von Gut und Böse. Habe ich nur gehört, weiß ich auch gar nicht mehr wo, oder gelesen, ich weiß auch gar nicht mehr wo genau. Wir hatten damals früher hatten wir immer wieder holländische Tanker, die hier rüberkamen und die Gülle abgeladen haben. Und das ganze Jahr über roch das auch so, aber das war eigentlich eine Gewöhnungssache, beziehungsweise nicht das ganze Jahr über, aber so... In unregelmäßigen Abständen zog halt immer mal wieder so ein frischer Wind, sag ich mal, die gute Landluft durch die Häuser rein bei uns. Aber hat man sich dran gewöhnt. Ich nehme mal an, da wurde auch Gülle ausgefahren. Und ihr seht, wie ich schon vermutet habe, dieses eine, ja, das, was wir im Moment an Gärresten haben, das reicht vor allen Dingen auf für das eine Feld. Für das andere Feld wird das gar nicht ausreichen. Da müssen wir also dann wieder mit dem Dünger anrücken, mit dem Kunstdünger. Aber trotzdem ist das ja eine ganz schöne Sache und ich denke, wir sollten das auch nutzen. Wenn wir das jetzt verschenkt hätten, wäre es irgendwie auch blöd gewesen. So. Ja, ich glaube nicht mal für dieses Feld reicht das komplett. Aber es sieht ganz cool aus. Also das sehe ich auch selten, vermutlich weil es so aufwendig ist, dass im LS damit gearbeitet wird und da vorne ist schon Unkraut. Das ist nicht gut. Naja.
Gut, wir müssen ja dann auch bald ansäen. Müssen mal gucken, wie wir das machen. Und dann müssen wir natürlich später auch noch spritzen und so. Ihr kennt es. So. Lass das mal gerade an. Und dann haben wir es jetzt schon leer. Dann können wir die nächste Bahn. Also pro Bahn, wir müssen ungefähr. Ja. 3, 4 Bahnen müssen wir hier schon machen. R4, glaube ich. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns die ganze Prozedur jetzt mal an. Und das machen wir allerdings im Zeitraffer, weil ich glaube, sonst ist das nicht so super spannend. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn die Gärreste leer sind oder das Feld komplett gedüngt ist. Also bis gleich. So, und damit sind wir im Prinzip auch mit der mit den Gärresten, ich wollte gerade mit der Gülle sagen, aber wir haben ja Gärreste ausgetragen, mit den Gärresten fertig. Hier fehlt jetzt vorne noch so ein kleiner Streifen, aber ich denke, den werde ich jetzt nicht bestücken. Das liegt ganz einfach daran, dass wir dann relativ viele Gärreste verschwenden würden, weil das nicht so ist, dass der nur das berechnet sozusagen, wo ich tatsächlich Gärreste drauf ausgetragen habe, sondern sobald das Ding angeschaltet ist, zieht das tatsächlich auch. Und so würden wir jetzt relativ viel verschenken. Ich glaube, das ist es nicht wert. Deswegen lassen wir diesen Streifen hier einfach stehen und fahren das Ganze hier zurück zum Hof. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schickes Gefährt. Ich finde auch die Textur hier auf dem Feld ganz nett. Deswegen wollte ich gerade nochmal rüberfahren. Muss einmal kurz Cosplay wieder rausmachen. Das sieht irgendwie ganz interessant aus. So ein bisschen schmierig sieht es aus. Aber das passt ja sicherlich auch ganz gut. Und ich denke, damit ist die erste Düngestufe jetzt hier auf jeden Fall gut erfüllt. Und wir haben sogar noch relativ viel in der BGA. Das heißt, wir können später nochmal düngen. Und dann, denke ich, haben wir damit auf jeden Fall einen guten Deal gemacht. Und haben vermutlich auch eine ganze Menge Geld gespart. So, hier müssen wir mal wieder sauber machen, aber das werden wir alles in den nächsten Folgen machen. Jetzt wollte ich noch mal schnell schauen, ob das hier in die Ralle passt. Das sieht gut aus. Und ich wollte mich noch mal für einen Tipp bedanken. Wir werden den vermutlich nie umsetzen, weil ich eure Kommentare durchgelesen habe und auch selbst ja schon so ein bisschen angedeutet habe, dass ich das System grundsätzlich ganz cool finde.
aber ich glaube, es ist nicht wirklich praktikabel auf Dauer. Deswegen werden wir die Container vermutlich hier wieder rausschmeißen aus dem Projekt. Oder vielleicht nicht rausschmeißen, ich lasse die auf jeden Fall installiert. Aber für die Schafswolle eignet sich das, glaube ich, nicht so gut. Ich bin da noch auf der Suche nach einer guten Lösung. Ich habe eine E-Mail bekommen von jemandem, ich habe den Namen leider jetzt vergessen, aber ich habe es auf jeden Fall gelesen, der mir was mit einem Ballenanhänger, war das glaube ich, geschickt hat, ein Foto. Das ist eine Möglichkeit, aber ich finde sie nicht wirklich schick. Muss ich mir mal überlegen, ob ich das so mache. Ich habe da was anderes im Kopf, aber da bastel ich noch so ein bisschen und suche noch so ein bisschen. Aber wenn das klappt, dann ist das, glaube ich, die etwas schickere Methode. Was ich aber sagen wollte, war, wir werden uns von den Containern vermutlich verabschieden. Hätten wir allerdings weitergemacht, hätte ich es vermutlich so gemacht, wie es ein Kommentator vorgeschlagen hat. Der hat nämlich gesagt, Ansgar, pack den Kompaktlader doch direkt hinten in den Container. Dann kannst du nämlich sozusagen die Paletten nur noch rausschieben. Ja? Das ist eine ziemlich gute Idee. Mir war am Anfang ja nicht klar, dass wir das nicht mit dem normalen Manitou hier rausbekommen. Die müssen wir übrigens auch noch verkaufen. Die sind ja überhaupt nicht mit Cosplay kompatibel. Deswegen werde ich mich von denen auch loslösen und die verkaufen. Aber genau, das wäre eine gute Idee gewesen, den Kompaktlader hinten reinzustellen. Aber werden wir vermutlich nicht machen, weil wir das ganze Zeug verkaufen werden erstmal. Gut. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, von diesen Plänen und wie ihr diese Spritze hier findet. Ich finde das wirklich genial. Ich muss nochmal sagen, danke für den Tipp von euch und freue mich auch auf die nächsten Folgen. Wenn es euch gefallen hat, gern einen Daumen nach oben da lassen und auch gern in die nächsten Folgen wieder reinschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.